nach dem Orange jetzt auch nicht. Habe ich eine schwierige Aufgabe. Ich möchte Ihnen nämlich etwas vorstellen, was meiner Meinung nach gar nicht so leicht vorzustellen ist. Es ist ein Allround-Talent, ein Multigenie. Es ist ein Mann, der sich als junger Kerl hat er sich durchgeschlagen mit dem, was er jetzt hier auch demonstriert, nämlich mit Pokerspielen. Und hat das offensichtlich gut geschafft. Im Moment macht er die Art von flippiger Musik, die wir jetzt hören, zusammen mit der Yellow. Und seit 20 Jahren kenne ich den Namen, er wird als Geheimtipp mit den Insider umgeboten. Und ein paar sagen, es sei ein Freak, andere sagen, er sei, wie gesagt, ein Genie. Und es gibt auch Leute, die sagen, sie seien einfach ein Scharlatan. Dieter Meier. Pokerface, Dieter Meier. Darf ich gerade bei dem bleiben? Bei dieser Bezeichnung, dass Leute zum Teil sie für ganz genial halten und andere sagen, ja, was mache ich? Ich glaube, dass bei jeder Sache, mit der man ein Risiko irgendwie eingeht, das artistische, die Gefahr gross ist und man die Gefahr irgendwie bewusst eingeht, als Scharlatan bezeichnet zu werden. Was nicht heisst umgekehrt, dass man nicht auch einen tatsächlich könnte sein. Also wenn man Risiko auf sich nimmt und auch manchmal Sachen macht, die vielleicht gar nicht so ganz stimmen. Sie haben ja viele Kunstaktionen gemacht, oder? Im Bereich von der Kunst, an der Documenta in Kassel und auch sonst in Zürich, aha, Plakataktionen, ja. Happenings, eins nach dem anderen. Aha. Vielleicht, was durchgehend durch die Sachen durchgeht, ist ein gewisses Hinterfragen von den üblichen Spielarten, wie etwas so funktioniert. Und das zieht sich eigentlich durch bis zu auch unserer Musik an, die scheinbar überhaupt keine Verbindung hat mit den früheren sogenannten Happenings, die ich gemacht habe. Mhm. Wenn man weiss, wie wir angefangen haben, diese Musik zu machen, dann sieht man, dass das eigentlich sehr nah ist, eben mit dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Hinterfragen sozusagen, ja, von den Möglichkeiten, etwas zu machen. Also unser erstes Schlagzeug, sozusagen, das wir hatten, weil wir nicht haben können Schlagzeug spielen konnten, das wir aufgenommen haben auf einer kleinen Kassette. Das war eine Zeitung, auf die wir abgeschlagen haben, auf einem Tisch und auf eine ganz spezielle Weise mit dem geraschelt, was dann tönt hat, wie besser an einem Schlagzeug. Das kann man natürlich einerseits als Scharlatanerie, ja, bezeichnen. Die, ja, können ja gar nicht. Ja. Und, ja, das ist auch, was unsere Musik anbetrifft, am Anfang sehr stark der Fall gewesen. Wir sind da in der Schweizer Rockszene sehr, ich will nicht sagen angefindet, aber mindestens mild belächelt worden, weil eben wir Töne aus völlig anderen Quellen bezogen haben und im Grunde eben nichts haben können. Aber das Wahnsinnige, Sie haben ja einen unglaublichen Erfolg gehabt. Wenn ich daran denke, wie das durch Zeitungen durchgeraschelt ist, durch den Blätterwald, wo Sie im Roxy auftreten sind mit der Yellow und einer von Ihren berühmtesten Videoclips, die Sie übrigens gemacht haben für andere, hier für Trio, das kommt ja auch aus Ihrer Hand. Mhm. Sie sind schon jemand, der... Moment, jetzt wollen wir das mal schnell zusammen anschauen. Das ist der Mann oder das ist... Alphaville. Alphaville-Video, ja. Alphaville, jawohl. Ja. This man will not shoot. Also das sind Sie gesehen, was das dort steht. Dieser, ja, Mann wird nicht schießen. Darf ich nur noch schnell fragen, weil es, ja, bringt mich schon drauf. Dieser Mann will nicht schießen. Bringt Sie das nicht manchmal auch ein bisschen in Sorge, wenn Sie daran denken, dass Sie vielleicht eines Tages wirklich mal ein Mann sind, der das Pulver verschossen hat? Man kann nicht immer produzieren und immer kreativ sein. Und die Leute erwarten immer mehr, stimmt's? Ist doch immer so, nicht? Ja, ich glaube, das ist ein grosses Problem. Die Zeit, wo man eben nicht unmittelbar an etwas ist, irgendwie, ich würde sagen, jetzt überbrücken. Es ist immer etwas ganz Tolles, wenn man vergleicht das immer ein bisschen mit Bergsteigen, wenn man sozusagen in der Sache drin ist. Und das Warten zwischendurch ist eigentlich noch immer zu tun,
fast die schwierige Zeit, weder die, wo man unmittelbar an einer Sache ist. Wo man dran ist, ja. Ja. Und eben, weil der Erwartungsdruck so groß ist? Den haben wir das erste Mal jetzt ein bisschen gespürt. Wir haben jetzt gerade unsere letzte Langspielplatte fertig gemacht. Und wie soll man sagen, das ganze Abenteuer und Risiko, wo wir früher noch sehr leichtsinnig, sozusagen spielerisch, fast spielerisch eingegangen sind. Wie Kinder, nicht, kann man sagen. Das ist damit, dass man so verschiedene, ja, kann man sagen, gewichtigere Verträge hat und auch Verpflichtungen hat, ist natürlich ein bisschen zurückgegangen. Das heisst, ich muss da fast etwas aus der, oder nicht fast, sondern richtig etwas aus der Bibel zitieren. In der Bibel heisst es ja, werdet wie die Kinder, sozusagen. Und das ist das, was wir probiert haben, in der letzten Platte irgendwie uns zurückzuholen. Das heisst ja nicht, bleibt wie die Kinder, sondern sozusagen durch den Sündenfall vom eben sich unter dem Druck fühlen und erwachsen sein, sich das Spielerische und die Freude irgendwie wieder zurückzuerobern. Sie haben ja das auch gezeigt mit den Designs, die Sie machen. Wir haben hier hübsche Seidenmuster. Das ist alles Seidenprimeur aus der Hand von Dieter Meier. Und Sie können nicht zeichnen, haben Sie zu mir gesagt. Sie machen das, ohne dass Sie zeichnen können. Ja. Ist schon verrückt. Wobei da und vielleicht überhaupt bei verschiedenen Sachen, die ich mache, wichtig ist eine gewisse Respektlosigkeit im Umgang mit einem Material. Normalerweise lehrt jemand, bis er so weit ist, mal ein Design von sich auf Seite verwirklichen zu haben, lehrt das in einer fast akademischen Ausbildung 3 Jahre lang. Ja. Und er lehrt im Grunde genommen, wie man es schon gemacht hat. Ja. Und die Gefahr, dass er seine Eigenheit in diesem Prozess verliert, ist sehr gross. Zu wiederholen. Und, ich würde sagen, Frechheit, die natürlich auch mit gewissen Voraussetzungen in diesem Fall jetzt zu tun hat, die bringt eine gewisse Frische in die Sache hinein, wo man natürlich wiederum könnte sagen, es ist Charlatanerie, weil der kann das ja gar nicht. Sie haben gesagt, Sie können nicht zeichnen. Sie haben auch schon mal das Wort geprägt, vor Kunst kommt von nicht können. Und alle anderen, die etwas können, sind dann noch ihrer Meinung nach Charlatan. Sie dienen auch singen, ohne dass Sie eigentlich je singen gelernt haben. Und ich glaube, Sie werden uns das jetzt auch mal wirklich zeigen. Sie haben Ihr letztes Video mitgebracht vom berühmtesten, bekanntesten Titel, der unglaublich erfolgreich war in der amerikanischen Hitparade. Herr Meier, darf ich Sie bitten, Dieter Meier am Mikrofon dort live zu einer Konzert versingen? Man ist da dazu zu singen jetzt, weil sozusagen ja da hinten das Video läuft, aber ich probiere das einmal. Und ich hoffe, ich... If I used to do it and then eat, it's the only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machinery day for all my life, I'm used to do it and then eat, it's the only thing I want is just to rush, push, cash. Standing at the machine every day for all my life, I'm used to do it and I need it. It's the only thing I want, it's just to rush, push, cash. N'est-ce pas